Vorneweg, kleine Anmerkung, wir haben nichts gegen E-Sport. E-Sport ist cool. E-Sport hält einen Schuss, da muss man keinen richtigen Sport mehr machen. Danke, E-Sport. Nein, macht richtig Sport. E-Sport ist nicht Sport, aber es ist wettkampftauglich. Ja. E-Sport wird immer größer und entwickelt sich immer weiter. Aber, aber ist das auch gut für die Spiele und für die Spieler? Wer auf jeden Fall was davon hat, sind Publisher. Die verdienen nämlich richtig fett Kohle daran, wenn dein Spiel richtig fett gestreamt wird. Große E-Sport-Events sind hervorragende Werbung. Und außerdem können sie da den Spielern nicht nur überteuerte Skins, sondern auch überteuertes Popcorn anbieten. Statt Pay to Win kommt jetzt Pay to Eat. Pff, noch nie da gewesen. Die Skrupel dieser Publisher nimmt wirklich keinen Halt. Nur teilweise sind Firmen ein klein bisschen zu konzentriert auf diesen E-Sport-Bereich. Wenn man bedenkt, dass der Durchschnittsspieler einfach nur ab und zu abends mal ein paar Runden datteln will. Datteln. Ich hab jetzt auch richtig Lust auf süße Datteln. Aha. Aber genau das ist auch die Spielergruppe, von der man am wenigsten mitbekommt. Leute, die sich zu Spielen in Communities und Foren austauschen und Feedback geben, sind ja meistens intensivere Gamer. Das ist so wie Fußballfans. Das sind keine Durchschnittsfußballspieler. Weil die spielen gar keinen Fußball. Die gucken dazu. So billig. Die können auch spielen. Wahrscheinlich nicht, Rick. Ich glaube nicht, dass sie so viel rennen können. Teilweise. Nicht alle, aber... Sind sie dazu nicht in der Lage? Sie sind oft betrunken oder haben eine Flasche Bier in der Hand. Das ist leider meistens so. Hören wir auf, über Fußballfans zu lästern. Genauso natürlich von professionellen Spielern, Streamern, E-Sportlern oder Kritikern. Von denen kriegt man auch viel mit. Und dann bekommt man manchmal das Gefühl, dass es so ein verzerrtes Bild von Spielen gibt. Weil es so eine kleine, laute Gruppe gibt, die sich in den Mittelpunkt stellt, obwohl sie eigentlich nur die Minderheit ist. Ich meine, auf YouTube schauen ja auch wesentlich mehr Leute ein Video, als zu kommentieren. Und wenn ein paar Leute was anpisst und es in die Kommentare schreiben, hat man schnell das Gefühl, dass alle das anpisst. Dabei ist es gar nicht so. Ein gutes Beispiel dafür ist Hearthstone. Aber auch dafür, wie eine Symbiose von E-Sportlern, Pro-Sportlern und Casual-Sportlern, Nicht-Sportlern, Gamern, funktionieren kann. Das sind ja dann keine... Das sind alles keine Sportler im Endeffekt. Nein, niemand von denen. Und weißt du was, Steven? Es ist das erste Video, was wir aufnehmen, in dem keine Katze bisher drin ist. Oh. Der Katzenstreak wurde beendet. Sie liegen halt gerade woanders. Das ist meine Chance, Mabel reinzubringen. Wir machen. Die Pros bestimmen die Meta und sind die lautesten in der Community. Was man immer wieder merkt auf Hearthstone, wenn irgendein RNG-Random, was das heißt? RNG heißt schon Random. Okay, Kartenchaos rauskommt und alle sich dann beschweren. Das ist ja nur Random, da brauchen wir ja gar keinen Können. Ja, darum geht es im Kartenchaos, dass man einen Zufalls-LOL-Modus hat, der einfach nur ein bisschen... Dummes. Weißt du, wo man einfach mal nicht nachdenken muss. Aber auch wenn die Heulerei der Pros über den RNG-Faktor ein bisschen nervt, sind sie hier aber auch sehr nützlich für den Casual-Player. Weil sie sind es ja, die die Meta bestimmen, die neue Decks entwickeln, neue Taktiken und dafür sorgen, dass das Spiel frisch und abwechslungsreich bleibt, obwohl sich eigentlich nichts ändert. Nur weil sie aber halt sagen, hey, hier ist dieses krasse Deck, was dich immer zerfickt. Probier doch dieses krasse Deck aus, was die dann wieder zerfickt und weshalb wieder ein neues Deck kommen muss und so weiter. Die Casuals orientieren sich an den Pros und das geht natürlich auf Hearthstone sehr gut, weil du ja die Decks teilen kannst. Und Hearthstone hat schon immer viel gemacht, um diese E-Sport-Szene zu fördern, indem sie zum Beispiel Spieler bannen, die Free Hong Kong sagen. Yay! Aber ja, sie haben sehr viele Turniere geleitet und so. Aber trotzdem war das Spiel schon immer mehr auf den Casual-Gamer ausgelegt. Und ich denke jetzt gerade an den Casher, wenn ich Casual sage, aus Animal Crossing. Du hast vorhin übrigens gespielt, ich habe das gesehen. Wir müssen noch beste Freunde werden in Animal Crossing. Okay. Kriege ich dafür eine Toilette? Ey, du kriegst andere tolle Sachen von mir geschenkt. Ich will eine Toilette. Ich brauche mehr Toiletten. Ich brauche keine. Ja, dann? Fick dich. Wo war ich? Ach ja, genau. Als dann Gwent und Artifact angekündigt wurden, waren alle so, oh mein Gott, das wird der Untergang von Hearthstone sein, weil das wird so viel besser für E-Sport, weil dann können die ganzen E-Sportler da voll so, ne? Ach, das, man spielt nicht, man macht nur, Ja. Und Mann, man hört noch richtig viel von diesen Artifact und diesen Gwent. Wie viele Spieler hat Artifact durchschnittlich? 100? Wow, das ist ja... Der Wahnsinn. Natürlich war es für die E-Sport-Spieler besser, weil sie halt wesentlich komplexer und mit weniger Random-Faktoren Decks erstellen konnten, die dann halt alles... Aber der Casual-Spieler gab halt einen Fick drauf. Einerseits ist es natürlich problematisch, wenn das Spiel so komplex wird, dass der Casual-Spieler gar nicht mehr versteht, was abgeht, weil dann wird er das E-Sport-Event auch nicht mehr verfolgen, wenn er eh nicht kapiert, was abgeht. Außerdem hatte Artifact eine sehr dämliche Pay-to-Win-Mechanik. Du konntest halt Karten untereinander handeln, was halt dazu führte, dass die besten Karten extrem teuer waren und du halt nicht eine Möglichkeit hattest, wie in Hearthstone, halt die Karten zu craften, wobei dann ja jeder Legendary genau gleich teuer ist. Aber Pay-to-Win ist immer geil.
geil. Das lieben die Casuals. Das ist, ne, Pabu, der plötzlich da ist? Er verpasst kein Video. Und kein Stream. Das zeigte sich auch sehr deutlich in den Streams. Jeder Streamer, der von Hearthstone auf Artifact oder Gwent gewechselt ist, hat massiv Zuschauer verloren und ist dann halt wieder zurückgewechselt. Weil Hearthstone existiert doch, soweit ich weiß. Und ist ganz schön populär auf Twitch. Aber auch solche Erfahrungen hält die Gamer-Elite nicht davon ab, auch weitere Spieltode vorzusagen. Entschuldigung, ich bin abgelenkt von dieser süßen Mabel, die jetzt im Hintergrund sitzt. Tada! Mabel? Ich könnte gerade wohl ins Arschloch filmen. So soll schon wieder der nächste Tod von Fortnite kommen. Ne? Witzig, weil es schon bei Apex vorhergesagt wurde. Aber jetzt kommt wirklich der nächste richtige. Weil Fortnite ist ja nicht so E-Sport-tauglich. Und deswegen kommt jetzt Valorant. Da wird Fortnite Riesenprobleme haben, gegen anzukommen. Fortnite geht uns zwar auch mega hart am Arsch vorbei, aber die Leute, die das spielen, die würde das scheiß interessieren, ob es E-Sport-tauglich ist. Zudem ist es immer noch Streaming-tauglich und bekommt genug Aufmerksamkeit, wie so ein zweitgeborenes Kind in der Familie. Was dann auf einmal viel wichtiger wird. Es ist ziemlich interessant, dass Fortnite überhaupt mit Valorant verglichen wird, weil das Gameplay ist. Kennt ihr diesen Umgekehrt-Filter, sodass die Farben alle invertiert sind? So ist das Gameplay quasi anders. Bisschen. Aber es ist doch voll auf E-Sport getrimmt. Alle Leute lieben doch E-Sport. Das wird doch alles in den Schatten stellen, oder? Weil E-Sport, ja, E-Sport. Okay, es ist eine starke Konkurrenz gegen Counter-Strike, aber es ist ja auch quasi nur Counter-Strike mit Fähigkeiten und ein paar Quality-of-Life-Changes und technischen Dingen, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe keinen Beta-Zugang. Ich persönlich habe Counter-Strike nie so wirklich gespielt und deswegen interessiert mich Valorant auch nicht wirklich. Und ich persönlich fand bisher das, was ich gesehen habe, sah sehr langweilig aus. War alle immer nur um die Ecke schleichen und dann sofort Headshots verpassen, als wäre es der um die Ecke schleich- und Headshots verpass-Simulator. Also das ist so die große Taktik. Du musst einfach mal auf der Hut sein und wissen, okay, hier hinter der Ecke könnte vielleicht jemand sein und deswegen muss ich vorsichtig. Das ist so, ich will Gunfights, ich will ballern und rennen und springen und bum, 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 bum. Aber so ist ja der Großteil des Spiels nur schleichen, oder? Ja, bis du dann innerhalb von einer halben Sekunde tot bist. Ja. Und dann musst du warten, bis die nächste Runde beginnt. Ja, ich hasse warten. Es wird bestimmt seinen Erfolg und seine Daseinsberechtigung haben. Ich bin trotzdem nur gespannt, wie es sich beim Casual Gamer trägt. Weil den Vorteil, den zum Beispiel Counter-Strike hatte, war, dass man ja komplett eigene Modi entwickeln konnte und halt auch eigene Karten reinladen konnte. Weshalb man einen sehr chaotischen Fun-Game-Bereich hatte. Ich hab's noch nicht oft genug gesagt. Hat. Ich persönlich hätte gerne einen Modi, in dem ich einfach nur baller. Einfach immer direkt rein und Apex Gun Game. Make it happen. Und auch wenn ich natürlich Bock habe auf taktiklose Deathmatch-Games, kannst du ja ein Spiel trotzdem taktisch machen, in dem viel gekämpft wird. Beispiel Overwatch. Overwatch ist momentan das einzige Spiel, wo du wirklich lange Kämpfe hast. Oh, hier ist gerade ein bisschen Gay-Pro-Action. Ja, bei mir wird gerade die Mumu geschleckt. Das liegt natürlich an den Systemen mit den Tanks und den Heilern, aber es führt dazu, dass Casuals, auch wenn sie nicht gewinnen, trotzdem ein Spiel haben, in dem sie irgendwie was machen und Spaß haben können. Es ist nicht so, dass sie andauernd sterben und einfach nur darauf warten, dass die neue Runde beginnt und sie eigentlich gar nichts machen und einfach nur immer frustrierter werden, ne? Counter-Strike. Aber Blizzard war schon immer eine Firma, die sehr casual-freundlich war. Overwatch ist auch einer der wenigen Spiele, wo die Helden so balanciert werden, dass es auch für die Casual-Gamer Sinn macht. Und sich dabei nicht nur an den Pros orientieren, die ja teilweise Taktiken benutzen, die für den Casual-Gamer gar keinen Sinn ergeben. Oder er sie gar nicht umsetzen kann, weil er dafür 5 Leute bräuchte, die halt genau das machen, was er machen will. Und ihr wisst, was ich meine. E-Sport hat halt gerade so ein bisschen dieses Microtransactions-Feeling. Also, es ist keine Microtransaction, aber Publisher sehen halt, dass es bei anderen Spielen sehr gut funktioniert und sehr viel Geld macht und deswegen wollen sie das halt auch in ihre Spiele mit einbringen, weil sie halt auch dieses Geld haben wollen. Beachten dabei aber nicht, dass diese Spiele vielleicht gar nicht so E-Sport-tauglich sind, wie halt zum Beispiel Fortnite oder Apex, weil Battle Royale ist halt Battle Royale. Ich persönlich bin halt etwas davon genervt, dass Spiele nur noch nach ihrer E-Sport-Tauglichkeit bewertet werden. Weil, nehmen wir zum Beispiel Mario Kart, das ist E-Sport-technisch ein Horror. Gibt es Mario Kart E-Sport? Nee, es gibt vielleicht Turniere, aber ich glaube, ja, okay. Mario Kart Turniere ist ja was eh. Ne? Aber es ist halt wieder ein guter Multiplayer und vor allem ein guter Couch-Multiplayer, weil es eben deiner Oma ermöglicht, auch mal zu gewinnen, indem sie einen blauen Panzer schmeißt, obwohl sie die halbe Strecke rückwärts gefahren ist. Ich hasse meine Oma immer noch dafür. Ah, ich auch. Und ich glaube auch, Battle Royale ist deshalb so erfolgreich, weil durch eine Aneinanderreihung lustiger Zufälle mal auch wirklich der Schlechteste der Schlechten gewinnen kann. Und das fühlt sich dann natürlich sehr gut an, während Verlieren sich nicht so wirklich scheiße anfühlt, weil du verlierst ja eigentlich fast immer und das kann ja nur einer gewinnen, so.
E-Sport ist halt nur gut für die, die halt auch wirklich gut sind. Ich meine, die können sich dann freuen. Sie können dann halt zeigen, wie krass sie sind. Sie sollten jetzt nicht nur erwarten, dass sich jedes Spiel ihnen beugt. Als hätten sie irgendwie so einen extra Rang und können halt bestimmen, was Sache ist. So, nee. Immer dran denken, der Großteil der Spieler sind einfach nur filthy casuals. Ich kann es nicht aussprechen. Dreckige Casuals? Dreckige Normalos. Leute, die vielleicht auch nur 2 bis 3 Stunden in der Woche spielen können und dich jeden Tag morgens aufstehen, 8 Stunden lang trainieren. Das klingt so grauenvoll. Ich möchte kein E-Sportler sein. Das klingt so schrecklich. Nee, ich Streamer? Möchte Spaß an deinem Okay, Ort. Aber ist es nicht so, dass viele E-Sportler zum Streaming wechseln, weil es viel cooler ist und es viel mehr Spaß macht und sie viel mehr Geld damit verdienen? Ja, sagt einiges über die E-Sport-Szene aus. Aber ja, Firmen sollten halt aufpassen, dass sie ihren Blick auf die Community nicht verlieren und halt die Leute vergessen, die ihre Spiele halt wirklich spielen. Noobs. Dreckige Noobs. Ich meine, jeder kennt es, wenn du ein zufälliges Team im Internet hast, dann ist es voll mit Noobs. Immer. Jedes Mal. Und hiermit herzlich willkommen zur Endcard, denn ich habe Mabel. Mabel, sag mal, was sollen die Leute schauen noch? Na doch, sag mal. Was sollen die Leute schauen? Was sollen sie schauen, hä? Was sollen sie schauen? Alles.